Professor Tiger fragt PeteSmeet: Welches Videospiel würdet ihr jemandem zeigen, der noch nie von Videospielen gehört hat? Ich glaube, ich würde ihm Pong zeigen. Pong ist so der Urvater der Videospiele, wo man auf einfachste Art und Weise miteinander, ja, in den Wettkampf treten kann. Man muss kein Counter-Strike zeigen oder ähnliches. Ich glaube, Pong wäre so das Einfachste. Ansonsten, was würde ich ihm noch zeigen? Super Mario und Jump'n'Run. Aber es gibt zig Spiele, aber wirklich das Simpelste wäre, dass ich ihm einfach Pong zeige. Ich glaube, ich würde tatsächlich sowas wie Mario Kart nehmen. Denn das ist halt ein sehr, sehr casual-lastiges Spiel. Man kann es halt immer zocken. Es sieht bunt aus, sieht lustig aus, ist ein Rennen, ist nicht brutal oder sowas. Ich glaube, Mario Kart wäre da ganz gut. Oder Minecraft. Minecraft wäre auch ganz gut. Ich bleib bei meiner ersten Meinung, Mario Kart. Tatsächlich Minecraft würde ich dir mal zeigen. Einfach weil Minecraft riesengroß ist, super viele Möglichkeiten hat, es trotzdem einfach zu erlernen ist. Und wenn man von der Koordination zwischen WASD und der Maus ausgibt, und ja, es gibt Leute, die ja Probleme haben, das weiß ich, weil ich tatsächlich schon mal mit anderen Menschen gespielt habe, wo ich die Maus oder WASD steuern musste, weil sich die Person auf eins oder das andere konzentrieren musste, ja, diese Non-Gamer, wäre das trotzdem eines der Spiele, was ich dem machen zeigen würde, weil ich glaube, damit könnte man viele Leute für das Thema Computerspiele interessieren, die vorher damit nichts am Hut haben. Welches Videospiel? Schwierig. Also, möchte ich denjenigen davon überzeugen, Videospiele zu mögen, oder möchte ich dem einfach nur mein Spiel zeigen, weil ich total geil finde? Also, in ersterem Fall würde ich natürlich ein möglichst simples Spiel nehmen, damit derjenige nicht einfach total überfordert ist. Wenn ich dem einfach nur zeigen möchte, ey, das finde ich voll geil, dann weiß ich nicht. Würde ich derzeit, glaube ich, GTA 5 nehmen. Ich glaube, Minecraft wäre dafür ein richtig gut geeignetes Spiel, weil Minecraft hat einfach so viel Tiefe und man kann so viel bauen und man kann ja das irgendwie mit dem Leben verbinden. Das kann man, glaube ich, hier relativ gut jemandem erklären, der noch nie was von Videospielen und abgefahrenen Videospielen gehört hat. Es kommt ein bisschen auf die Person an. Also Minecraft eignet sich bestimmt bei einigen Leuten und hat, denke ich, auch mal einige junge Kinder auch dazu gebracht, Videospiele zu mögen. Weil es halt so einfach ist und so viele Möglichkeiten bietet. Aber, keine Ahnung, so ein richtig gut aussehendes Spiel kann bestimmt auch einige überzeugen. So wie echt das aussieht und, oh mein Gott, was man da alles machen kann oder so. Oder wie cool das aussieht halt, wie geil der Sound ist. Also über diese technische Ebene könnte man theoretisch auch gehen dann. Mit Witcher oder Battlefield. Würde ich also nicht Hardline, sondern Battlefield 4 vielleicht. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit. Oder man macht es halt ganz simpel, damit die Leute halt nicht überfordert sind und nimmt sowas wie Angry Birds, halt Mobile Games, einfach nur, weil das am einfachsten verständlich ist und die Leute damit am besten klarkommen.